Durch den nun der Ruf der Eulen schallt. Doch nur eine Seele liegt ganz wach, hat noch an Hexen und Geister gedacht. Abend, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie ein, oh du meine Güte, durchfliegen. Hallo Pixel! Na, wie geht's der Kauluke? Freitag ist immer Witcher-Tag, wie Donnerstag. Also, theoretisch ist es ja der Wochenausklinger, aber am Moment, ja, habe ich Bock auf The Witcher, deswegen gibt's The Witcher. Blutet's denn noch? Ich habe gelesen, du hast es blutig geschrubbt oder irgendwie sowas. Müssen wir einen Krankenwagen rufen? Notarzt? Meine Grell hat deine Adresse. Wir könnten dir einen Krankenwagen rufen, wenn es nötig wäre. So, ja, dann stehe ich hier mal um. Hi. So, das hier schalten wir aus. Ja, hoffen wir's, ne? So. Und ab ins Spiel. Weg! Jennifers Verdacht bestätigte sich. Ciri war tatsächlich in Skellige aufgetaucht. Zusammen mit einem maskierten Magier aus einer anderen Welt. Dann hatten sie gemeinsam gegen die wilde Jagd gekämpft, bevor sie durch Portale nach Velen geflohen waren. Dort endete eine Spur und eine andere begann. Deutlich später war die wilde Jagd auf der Insel Hindersfjall aufgetaucht. Das konnte bedeuten, dass Ciri ein weiteres Mal auf Skellige gewesen war. Ja, ne? Neues, Mordron Freya ist geduldig, aber sie duldet... Neues Intro-Dingens. Da. Ich muss hier schnell die Sporen runtermachen. Es blendet mich zu sehr. Zu sehr und zu stark. So. Ups. Voll angebatscht. So, geht's weiter. Finde Freyas Garten und suche nach Feigling. Ein Mörder. Ja, genau, das sollen wir machen. Haben wir hier noch irgendwas gerade? Nein, aber wir haben da oben ein Monsternest. Und da oben.
ist der Garten. Ja, dann lass das doch machen, oder? Ich frage mal Yennefer. Ich glaube, die weiß besser, wo es lang geht, als unser Hexer-Navi. Vielleicht ist diese Spur schon kalt. Auch wenn der Feigling tot ist. Wir schaffen das schon. Wie denn? Das wirst du dann sehen. Du könntest wirklich etwas freundlicher sein. Vielleicht. Aber dann wäre ich nicht die Frau, in die du dich verliebt hast, oder? Ich gehe mich da mal mit dem Geist hier rumschlagen. Tschüss. So, alter Waldschrat absurd. Okay. Cool. Ich muss ganz ehrlich sagen, Frau Wengerberg geht mir ordentlich auf den Zeiger. Ich weiß auch nicht. Ich mag die einfach nicht. Punkt. Entschuldigung, Frau von Wengerberg. Hey, Sonson. Sieh einer an. Das muss Morgwag sein. Der hat ja Appetit. Geradezu wölfisch. Einen Bissen. Nur einen haben. Ein Stückchen. Einen Krümel. Essen. Essen. Scheiße. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Offenbar freut er sich nicht, uns zu sehen. Warte, bis er mich genauer sieht. Du möchtest die lustige Musik? Welche lustige Musik? Also, was fangen wir an? Gehen wir zu dem Raum, den die Schwestern erwähnt haben. Willst du für die Göttin bluten? Nicht unbedingt. Aber der Feigling hat es getan. Wir könnten seine Witterung aufnehmen. Ah, da unten sind Wölfe drin. Ja, das ist ja genial hier, ne? Dann könntest du eigentlich einfach... Oh, hier unten alles verbarrikadiert. Ja, vielleicht auch nicht. Also, ich könnte dir einfach den Werwolf von oben abschießen, oder? Wenn man hier oben rumlaufen kann und dass der angreift. Ich meine, wahrscheinlich später hochspringen. Können, aber... Der Feigling war hier. Schau, der Abdruck. Er hat sich hingekniet und sich für das Opfer geschnitten. Blutflecken, siehst du? Nein. Ich mag übermenschlich schön sein, aber meine Sinne sind menschlich, nicht wie deine. Darum solltest du hier oben bleiben. Nichts für ungut, aber in dem Unterholz und Dreck wärst du... Dir ein Klotz am Bein? Ich hätte es schöner formuliert, aber ja, das kommt ungefähr hin. Gut, wir machen es, wie du sagst. Zur Not kann ich von hier oben aus zaubern. Einen Moment, ich muss hier noch ein Fenster schließen. Ah, mit da noch was? Na, der Rest ist gut. Was wirst denn du jetzt rum, Handy? Was Wichtiges? Ne. Ich dachte, du hättest Einwände. Ich? Bitte. Ich kann sehr umgänglich sein. Oh, ja, schien in die Augen. Was führst du im Schilde? Vieles. Wie ich die temerische Krone erringe und Kehr Morhen unter deinem Hintern wegverkaufe. Jetzt geh schon. Das Blut des Feiglings. Reichlich geflossen.
Die Spur ist deutlich. Müsste mich zu ihm führen. Hier. Wo? Da unten ist etwas. Ich kann es nicht erkennen. Okay, da geht die Spur weiter. Ne? Der Feigling ist vorsichtig aufgetreten. Sind wir jetzt hier? Nee, da geht's runter. Ich check dieses Gebiet hier gerade irgendwie nicht. Wir sind noch auf der Erhöhung, oder? Ich meine ja. Es sieht auf jeden Fall so aus. Guck mal, ich kann mal Feier machen. Fei, fei. Ah ja, für, falls ihr es noch nicht gesehen habt, Grell streamt ebenfalls gerade wieder. Sie macht weiter bei Pokémon Snap. Wieder halt, ohne Mikrofon und so, aber mit meinem Stream unten klein in der Ecke laufen. Und? Was gibt's? Nichts, ich, Gut, ich gehe wieder runter. Sei vorsichtig. Ich wollte eigentlich hier das Feuer anzünden und nicht mit der Ollen von Wengerberg reden. Hier ist noch einer. So. Imsen. Bisschen kuschelig gemacht. Da ist ein Wolf. Da ist ein Fels. Okay. Geht's hier lang? Hier geht's wieder nach vorne, ne? Ja. Gott, ich glaube, hier oben ist sonst nichts großartig Interessantes. Können wir mal gucken. Wir haben es mit einem Werwolf zu tun. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall das Verfluchtenöl. Vielleicht sollten wir es noch nicht drauf. Wir sollten unsere Waffe reparieren. Wir sollten es noch nicht drauf machen, weil wir ja noch die Wölfe haben. Bei 40, 15, 90. Nehmen wir mal die hier. Ja. Konstrukt, Bestien, Insekten, Nekrophagen, Verfluchtenöl. Wassermarsch. Moment, da muss ich erstmal eingießen überhaupt. Ja, trinken ist wichtig. Deswegen habe ich hier auch zwei halbleere Kannen stehen. So. Was getrunken. Ich mache das jetzt drauf. Punkt. Dann müssen wir schnell nachgucken im Bestiarium. Ich nehme jetzt nicht an, dass es ein Werwolf ist, sondern ein Ulverdin. Bei denen sind es Mondstaub, Teufelsbovist, natürlich das Fluchtöl und Igni. Mondstaub und Teufelsbovist. Mondstaub haben wir schon drin, ne? Ja. Dann noch den Teufelsbovist. Welcher war das? Samum? Da. Werwolf wird tatsächlich im Schweizerdeutschen auch Werwolf ausgesprochen, also. Wobei nicht Wolf, sondern Wolf. Also das L weg und dafür ein U. Ich glaube, wir haben alles, ne? Was haben wir hier? Okay, gut. Ja, dann, gehen wir mal hier rein. Oh shit, habe ich einen Donner eingeworfen. Ja, zum Donner habe ich einen Donner eingedonnert. Ist abgeschlossen. Drüben wahrscheinlich auch, ne? Ab. Schlüssel benötigt, okay. Na dann, aber wir sollen den Fußspuren folgen und die Fußspuren gehen hier entlang.
gehen hier runter. Und hier lang. So, dann bringt es wenigstens noch was, diesen Donner eingeworfen zu haben. Keine Bissspuren. Morgwag frisst seine Opfer nicht. Seltsam. Ist das der Feigling? Nein, der liegt schon länger hier. Was? Ich verstehe dich nicht. Komm näher, wenn du reden willst. Ihre Sinne sind wirklich getrübt. Aber auch was. Monsterspuren. Es ist gerannt. Hat etwas verfolgt. Morgwag war das Herumschleichen wohl leid und hat angegriffen. Tut mir leid. Das Blut des Feiglings. Der Feigling war verletzt. Er rannte los. Das Blut des Feiglings. Noch mehr Wölfe. Das Blut des Feiglings. Oh. Ui. Diese Drohungen hier im Chat, die. Die Tür rührt sich nicht. Der Feigling muss sie versperrt haben. Oder verrammelt. Ich muss außen rum. Der Feigling hat Morgwag die Tür vor der Nase zugeworfen. Hast du was gefunden? Spuren. Führen direkt zu einer verschlossenen Tür. Ich glaube, du kommst dran vorbei. Diese Spuren müssten mich zum Feigling führen. Oder zu seiner Leiche. Okay. Hier unten, ne? Auch verschlossen. Morgwag gibt nicht so einfach auf. Ah, ne? Soundfehler. Ich hab keine Ahnung, woran es liegt. Klauenspuren. Der Feigling hat Morgwag die Tür vor der Nase zugeworfen. Aber... kommen wir hier denn jetzt weiter? Müssen wir es mit Art eintreten? Da hinten ist auf jeden Fall ordentlich was rumgeflogen, aber... also komme ich wieder hoch zu Yennefer. Da bringt mir aber so nichts. Und da komme ich nicht durch. Aber eventuell kann ich hier einfach hochklettern und auf der anderen Seite. Da geht's nicht weiter. Moment, wir können hier mal hier lang und da lang. Das müsste doch gehen, oder? Nö, hier ist auch zu. Super. Ach du Scheiße. Komme ich ja. Schlüssel benötigt, ja. Und hier? Schlüssel benötigt. Tja. Ich habe keine Ahnung, gehen wir wieder? Ah, guck mal. Ach, da sind seine Spuren. Die hat er aber vorhin gar nicht gesehen, ne? Wieso rennt er da hinten über die Mauer, wenn sie eine Treppe ist?
Was haben wir hier? Noch eine Leiche. Auch ohne Bissspuren. Jetzt weiter seine Ding. Da geht er wieder über die Mauer. Na gut, hier geht's nicht anders, ne? Ups. Fast den Graben hier runtergefallen. Kommt man hier wieder raus? Wahrscheinlich da vorne irgendwo. Diverse Spuren. Alte und neue. Sein Lager muss in der Nähe sein. Okay. Aber wirklich raus kommt er aus diesem Garten nicht, ne? Da komme ich nicht rüber. Ich muss runter, falls ich die Schleuse aufkriege. Scheint ein gewöhnlicher Mechanismus zu sein. Ein Hebel, um das Schleusentor auszuwählen und einer, um es zu bedienen. Okay. Ja, aber er kommt ja hier auch weiter, ne? Der geht da einfach in die Höhle runter. Hätte ich wohl mit die Höhle erkunden gehen? Was macht das hier? Jetzt ist da offen. Wenn ich den jetzt wieder ziehe, dann geht das da wieder zu. Ah, jetzt ging es da auf. Ist das jetzt was gebracht? Ich gehe die Höhle erkunden. Schlüssel! Ramund, wo ist der Schlüssel? Alles, was ich habe, im Kapitelhaus, in der Truhe. Aber der Schlüssel, wo ist er? Warum so still, Ramund? Du, Gauner, Hurensohn, wertloser Bastard! Ich finde den Schlüssel ohne dich, Idioten, mieses Arschloch. Du kannst deinen Gestank nicht verstecken. Oh, küsst mich. Wow. Sollten ihn. Können wir jetzt reden? Ich kann's erst jetzt. So ist der Fluch. Ich muss beißen, kratzen, zerfleischen. Bis zum Umfallen. Du hast Zeit, bis mein Blut versiegt und ich zurückkehre. Hör zu. Brich den Fluch. Befrei mich endlich. Ich werde dich belohnen. Ich suche einen Mann, den man den Feigling nennt. Er kam wohl her, um dich zu töten. Hat's wohl nicht geschafft. Wer herkommt, stellt sich selten vor. Wie hat er ausgesehen? No, keine Ahnung. Dann kann ich nicht helfen. Ich hab schon viele zerrissen.
Sagtest du etwas von einer Belohnung? Geplündert. Geflattert, getrunken. Mit einer Ausnahme. Echter Schatz. Versteckt. Dein... Wenn du mir hilfst. Es macht also keinen Spaß, ein Werwolf zu sein? Es ist furchtbar. Nicht der Garten, an den ich gebunden bin, sondern der Hunger. Was immer ich verschlinge, wird zu Asche. Ich kann nichts fressen. Nichts trinken. Und doch lebe ich und streife umher. Der Hunger ist schrecklich. Ich fresse mein eigenes Fleisch. Aber der kleinste Bissen brennt in der Kehle. Wie heißer Teer. Ewiger Hunger. Klassischer kann kein Fluch sein. Das würde erklären, warum die Leichen alle unberührt waren. Hilf! Sonst komme ich zurück und reiß dich in Stücke! Ich sehe mal, was sich machen lässt. Geh und sieh! Ich rate dir gut! Quark füttern? Was? Womit denn? Gebratenes Fleisch. Eben gebratenes Hühnchen. Nee, warte. Haben wir was Kleines irgendwie? Warte. Boklerer Weißwein. Das da, das da. Gegrilltes Hühnchen hier bitte. Der Arme. Mal sehen, ob es einfach geht. Morgwag, ich biete dir nach meinem eigenen freien Willen dieses Fressen an. Hau rein. Wird nicht zu Asche. Das erfahren wir erst, wenn du es probierst. Los, einen Happen für Papi. Verdammt! Diese Scheiße wieder! Okay, gut, das geht nicht. Das Gespräch ermüdet mich. Kein Interesse. Was hast du vor? Meinen Beruf ausüben. Oh! Ist er jetzt tot? Mein gekilltes Hühnchen, wie ist er da? Ich dachte, man kann ihn nicht töten. Ist jetzt echt umgebracht. Finde ich scheiße. Ich glaube, ich lade nochmal. Was haben wir denn hier? Idealer Freund. Geduldig. Nimm den Mund nicht zu voll. Ja. Ich lade das nochmal, ne? Gott, wie weit ist das zurück? Ah, da waren wir vor der Höhle. Jennifers Verdacht bestätigte sich. Ciri war tatsächlich in Skellige aufgetaucht. Zusammen mit einem maskierten Magier aus einer anderen Welt. Dann hatten sie gemeinsam gegen die wilde Jagd gekämpft, bevor sie durch Portale nach Velen geflohen waren. Dort endete eine Spur und eine andere begann. Deutlich später war die wilde Jagd auf der Insel Hindarsfjall aufgetaucht. Das konnte bedeuten, dass Ciri ein weiteres Mal auf Skellige gewesen war. So, gut, das... Hier ist ganz schön, noch einmal. Fluchtmüll. Igni. Schlüssel. Ich überspringe das, ne? Wir hatten es ja gerade.
kannst deinen Gestank nicht verstecken. Wow. So. Ich tu. Ich drück schnell alles durch, damit wir wieder das Gleiche haben. Sagtest. Es macht es. Ewiger. Das würde. Ich sehe mal was. Machen wir das nochmal? Nee, komm. Aber bei. Wir probieren es einfach nochmal. Also, es wird ja nicht funktionieren, aber ich will wissen, wie es am Schluss sich dann verhält. Mal sehen, ob es einfach. Das erfahren. So. Leb wohl. Bis bald. Jetzt habe ich ihn aber nicht getötet. So, nochmal dieses Ding angucken. Idealer Freund. Oh, da ist auch noch geduldig, was. Polymorphie. Nicht zu voll. Okay. Das war dir, Kunst, sich in ein anderes Tier zu verwandeln. Luftzug von unten. Eine Höhle. Sein Schutz zu sein, ne? Wolfspelz. Wir haben eine Quelle. Mit Hilfe deiner Hexersinne den Schlüssel, den Morgwag erwähnt hat. Den haben wir jetzt scheinbar. Finde einen Weg in die überflutete Höhle unter Morgwags Lager. Und dann haben wir noch die Quest vom anderen Typi. Hier, okay. Aber wisst ihr was? Dann machen wir erstmal die Nebenquest hier weiter. Werden wir auf den Garten los. Sprich mit Tor da über den Fluch. Ist ein Tor da? Soll vielleicht auf die Weltkarte gehen? Nee. Da laufe ich jetzt nicht hin. Ist denn hier lang? Also hier ist nichts mehr, so wie es aussieht, ne? Hinten ist irgendein Vieh. Keine Ahnung, wo das sein soll. Und hier geht's wieder raus. Okay, das ist also einfach die Höhle und irgendwo gibt's noch einen anderen Weg rein. Jetzt ist nur die Frage, wir haben jetzt hier ein Schleusentor und da ein Schleusentor, so wie es aussieht, ne? Ah, jetzt habe ich das Schleusentor gewechselt. Da aufmache, dann geht das auf. Dann habe ich namenlos aktualisiert. Okay, okay, das müssen wir dann aufmachen für die Quest. Jetzt geht das auf. Okay, gehen wir mal gucken. Ja, da scheint es nicht weiter zu gehen, oder? Fast nix, eh. Verbesserter Drachentraum. Okay. Schlüssel eines Vorhängeschlosses. Die Knochen sind durch die Kluft gefallen. Vor Jahren.
sonst noch was? Weiß ich nur gerade nicht ganz, hier ist irgendwie das Wasser merkwürdig an der so im Eck da. Also ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass wir hier, da kann man raus. Dass wir jetzt hier unbedingt zu Tort waren müssten, aber wir können auf jeden Fall, scheinbar hier hoch und das Zeug machen. Ich weiß ich halt nicht, wie sich das verhält. Wenn wir das jetzt nicht machen würden für die andere Quest, ob das dann Probleme geben könnte. Guck mal, aufgeschlossen. Da liegt ein Buch. Interessantes. Morgwachs Tagebuch. Ui. Oh, geht. So, Tag 24. Tjosta, der Weise, hat seinen Beinamen wirklich keine Ehre gemacht. Er hat mich bezahlt, damit ich sein Dorf nicht angreife. Und dann, weil er sich für so klug hielt, die Wachen abberufen. Nie war es einfacher gewesen im Leben. Wir schlitzten den Männern im Schlaf die Kehle auf und vergnügten uns mit den Weibern bis zum Morgengrauen. Oh. Nicht viel Beute, aber erstklassige Unterhaltung. Ja, irgendwie hast du es verdient. Als wir von Ranweig fortsegelten, hörten wir Eulen rufen. Ein schlechtes Omen, also habe ich den Befehl gegeben, zum Ufer zurückzukehren. Pucke machte sich lustig, wie ich denn mutig sein könnte, wenn ich Angst vor den Göttern hätte. Ich warf ihn mit einem Messer zwischen den Rippen über Bord, aber ich weiß, dass ich in den Augen der Jungs an Respekt verloren habe. Ich muss etwas tun, um zu beweisen, dass ich an Bord immer noch den längsten Schwanz habe. Okay. Damit sie nicht auf dumme Gedanken kommen. Tag 33. Unser Besuch an Hyanda auf Hindasfjall war ein voller Erfolg. Tote Priesterin, zerstörtes Denkmal, verbrannte heilige Bücher, geleerte Metfässer. Das Silber haben wir aufgeteilt. Ich habe die Votivgaben genommen. Norulf, Sohn von Odleik, die Becken und Löffel, Mons, Sohn von Gudvar, die Leuchter und den Schmuck, während Thordar, Sohn von Einar, seinen Anteil aus Angst vor Freyas Zorn nicht an sich nehmen wollte. Umso besser, dann bleibt mehr für uns. Morgen segeln wir nach Skiprock und sehen nach, was die Händlerweiber auf den Markt gebracht haben. Vielleicht sollten wir doch mal mit, Dingens sprechen, ne? Mit, Thordar sprechen. Ich habe gerade, was für Plätze bekommen. Und zwar das hier. Serikanische. Die ist besser hier. Was haben wir hier? 50, 55. 25, 55. Und hier haben wir 55, 55. Okay, gut. Was habe ich denn da jetzt? Chance auf Bonuskräuter. Nehmen wir den wieder. Ich frage mich jetzt, ob ich einfach diese Türen aufschließen könnte. Da unten. Ob das ginge, aber ich werde jetzt erstmal mit Thordar reden gehen, weil da würde mich doch jetzt schon ein bisschen interessieren, was der so zu erzählen hat, ne? In der Fall lassen wir einfach da stehen, die ist da gut aufgehoben. Und Plätze schafft's hoffentlich noch durchs Gehölz. Vielleicht noch nicht. Oh mein Gott. Das ist eine Klippe. Komm schon, Plätze. Hey, Bär. Langsam, langsam.
Mach langsam. Ihr hasst mich doch alle. Schalt's aus. Todmüde, wie? Die beste Klinge ist nichts wert, wenn ein schwacher Arm sie schlingt, nicht? So, wo ist die Nase? Das Gute ist ja, dass wir jetzt wieder Sequenzen vor uns haben und die Zeit einfach laufen lassen. Ich glaube, ich muss ein paar mehr beliebte Tiere im Zoo machen, damit er nicht so viele Punkte hat und dafür die Patenschaften genommen hat. Jorre, du Armleuchter! Noch eins und ich lass dich Kiel holen! Hast du kurz Zeit? Ich bereite das Boot vor, siehst du nicht? Nilfgaardische Hunde, wir jagen uns ein paar. Es geht um größere Beute. Morgmark. Ah. Daher weht der Wind. Na gut, frag. Zu Ehren Freyas. Du warst dort, als Morgmark den Garten plünderte. Hast angeblich als einziger überlebt. Stimmt, ich konnte fliehen. Die große Mutter hat mich an diesem Tag beschützt. Mhm. Aber ihre Priesterinnen waren ihr egal? Sieht so aus. Morgmark fesselte sie und schnitt ihnen die Kehlen durch wie Pferden, die man opfert. Und er lacht. Verstehst du? Er lachte. Aber Erzpriesterin Ulve verfluchte ihn mit dem letzten Atem. Du bist eine Bestie und sollst für immer eine bleiben. Heilige Frau. Was geschah mit Morgmark? Kaum zu glauben, aber ihm wuchs ein Fell und sein Gesicht wurde zur Wolfsschnauze. Er heulte lang und schmerzerfüllt und dann stürzte er sich auf seine Männer. Sie wollten fliehen, aber er war schnell wie der Blitz. Und als er sie tötete, als seine Kiefer sich um ihre Kehlen schlossen, wurden sie zu Asche. Einfach so. Und rieselten ihm aus dem Maul. Nicht gut. Der Fluch ist komplex, mehrstufig. Wie die Macht der großen Mutter. Du hast den Priesterinnen nicht geholfen. Wieso nicht? Wie hätte ich das denn tun sollen? Alleine gegen ein Dutzend Plünderer, die... Was glotzt du so? Ich staune nur. Ihr seid hier doch besessen von Ehre und Mut und so weiter. Und du gibst einfach Fersengeld? Seltsam. Bin nicht stolz drauf. Seit jenem Tag suche ich den ehrenhaften Tod auf See. Aber die Göttin hält es wohl nicht für angebracht, mich zu rufen. Noch nicht. Wieso setzt sie auch einen Lügner zu sich rief? Lügner. Was? Bei den Brüsten der großen Mutter. Spar dir das. Ich kauf dir deine Frömmigkeit nicht ab. Du warst einer von Morgmarks Männern. Sieh an, wie klug du bist. Aber eins hast du übersehen. Die Jungs hier sind meine Männer. Jeder bis an die Zähne bewaffnet. Ich stell euch vor. Ich bin Hexer, kein fahrender Ritter. Ich bin nicht der Gerechtigkeit wegen hier. Und warum gräbst du dann die Vergangenheit aus? Weil ich wissen muss, was im Garten genau geschehen ist, um Morgmarks Fluch zu brechen. Und warum zur Hölle? Soll der Hurensohn doch leiden bis Ragnarok? Ach was, bis zum Tag danach. Ich mach das beruflich. Das hab ich auch mal gesagt. Bis Morgmark Befehl gab, nach Hindarsfjall zu segeln.
Ich habe viel und grausam geplündert. Frauen getötet, Kinder, wen immer meine Axt eben traf. Aber Priesterinnen, es war sogar mir zu viel. Als es vorbei war und Morgwag mit den anderen trank, nahm ich dies zur Hand. Ein Wolfszahnanhänger, mit Runen bedeckt. Ich hatte ihn von meinem Vater, dem Godi unseres Dorfs. Er sagte, wen immer ich damit ritze, erleide ein Schicksal schlimmer als der Tod. Er hat wohl recht behalten. Hat dein Papa auch erwähnt, wie man es umkehrt? Das Opfer muss nur den Zahn bekommen, das ist alles. Aber du kriegst ihn nicht. Der Hurensohn soll leiden. Und die Priesterinnen? Sie sehnen sich nach ihrem Garten. Und du bist ihnen was schuldig, meinst du nicht? Na schön. Nimm ihn. Aber nicht umsonst. Eins verlange ich dafür. Ich sage niemandem was von deiner Vergangenheit. Mein Wort drauf. Das nicht. Wenn du was sagst, finde ich dich und töte dich. Ist Morgwag wieder Mensch? Kannst du ihn nicht gehen lassen? Auf keinen Fall. Die Angst. Merk dir das. Ich hab doch Countdown basiert. Das wollte ich schon immer wissen. Das zähmen noch, ob der umniert dann oder nicht. Ah ja, dann schauen wir mal nachschauen. Einen Moment bitte. Mit Heres durch den Weg. Und weiter geht's. Ups. Ich hab dich im Blick. Also. Wo ist Plätze? Mitten im Dschungel. Eine Höhle. Okay. Ah, ja klar, die Neckerhöhle. Necker? Höhle? Höhli? Oha, letzte. So, irgendwo haben wir da wieder den Eingang. Ja, also. Da rauf müssen, nach da, nach da rüber. Nachher hier. Okay. So, jetzt versuche ich aber mal hier die Türen aufzumachen. Mit dir zuerst mal speichern und nachher versuche ich mit den Türen aufzumachen. So. Hat tatsächlich funktioniert. Aber da kommen wir sicher auch hier unten rein. Morgwag gibt nicht so einfach auf. Ja! Morgwag gibt nicht so einfach auf. Komm bitte. Oh, okay, die Tür ist auch noch zu. Ja, es hat eigentlich heute Hyänen zum Znacht gehen. Entweder essen wir Hyänen oder Hyänen oder Hyänen. Ui. Wo geht es sich dort an? Ich glaube, wir finden es raus. Das Blut des Feiglings. Ah, ja. Die Spuren führen zum Brunnen. Der Feigling wollte wohl lieber ertrinken als gefressen werden.
Glaub, den musst du Browser nochmal neu laden. Das habe ich auch schon gehabt und das Einzige, was wirklich wieder gebracht hat, ist neu laden gewesen. So, jetzt sind wir nämlich hier. Und sonst wären wir durch die Schleuse hier so raufgekommen. So, also. Aufgelassen. Was haben wir da hängen? Morgwag ist durch diese Tür gebrochen. Er muss was dahinter gewittert haben. Ein Symbol von Freya. Was? Okay. Ich bin zurück. Ich komme immer mehr zurück. Kann es sein, dass er sich sein Bein ab... Da werde ich fast neidisch. Sein Bein ab... Ich will eine Geschichte hören. Wenn's sein muss, bin ganz Ohr. Es kamen Krieger, wussten, dass sie mich nicht töten konnten. Legten eine Falle, ketteten mich an, schlossen mich hier ein. Weißt du, was ich getan habe? Ich biss mir das Bein ab, um mich zu befreien. Jeder Biss war zum Heulen. Ich spuckte Blut. Die eigenen Gliedmaßen abbeißen tat weh? Wer hätte das gedacht? Du verstehst das nicht. Das war mehr. Mein Maul brannte, als ob ich Feuer geschluckt hätte, als ob alles in mir zerrissen wäre. Ich dachte, ich sterbe. Aber ich schaffte es. Und dann zerriss ich sie in kleine Fetzen. Ein winziges Stöckchen. Diese verfluchten Helden. Also Zeit für den Schweizer Modus ist ja schon vor der Sequenz abgelaufen. He? Darum schalten wir es jetzt wieder aus. Hat deine Geschichte auch eine Moral? Oder prallst du nur? Die Moral ist, du kannst mich nicht töten, nicht aufhalten, nicht fesseln. Ich entkomme überall. Der Fluch, ich kehre zurück, um dich wieder zu erholen. Sonst noch so drin. Nix. Morgwag wartet draußen schön. Unberührt, nichts gefressen. Morgwag verschlingt seine Opfer nicht. Merkwürdig. Nee, nicht mehr merkwürdig, weil ja jetzt klar ist, warum er sie nicht frisst. Wo ist er jetzt? Da drüben, ne? Haben wir noch drauf? Wir haben noch drauf. 15 von 20. Ich habe vorhin nur 5 Schläge gebraucht, um ihn umzunieten. Wir können ja hier mal die Mondstaub benutzen. Genau, nicht. Blöde Bank. Und nun können wir ihn nicht schon wieder. Du kannst dem ein Ende machen. Erlöse mich. Jetzt habe ich nicht gespeichert vorher. Egal.
Hier, leg den hier an. Noch mehr. Zähne brauche ich nicht. Nicht klugscheißen. Anlegen. Ich bin erlöst. Erlöst. Endlich. Oh, wo ist die nächste Taverne? Ich könnte ein Grillschwein essen. Oh nein, lieber ein Rind und mit einem Fass Bier runterspülen. Ach, dann in See stechen. Sie haben mich bestimmt vergessen. Aber ich werde Sie schon erinnern. Verdammt! In Novigrad, überall. Ich bin wieder da! Nach so langer Zeit und so Qualen müsste man doch annehmen, dass er seine Lektion gelernt hat. Ich hatte echt gehofft, der steht wieder auf und sagt sich, okay, der Flug war Grund genug, mein Leben zu überdenken und anständig zu werden. Wisst ihr, was ich machen werde? Ich werde ihn sowas von erschlagen, aber erst meine Belohnung. Gute Winde und so, aber ehe du gehst, meine Belohnung. Stimmt, fast vergessen. Passiert oft. Zu oft. Beruhige dich. Ich bin ein Ehrenmann. Ja, klar. Hör zu. Geh nach Novigrad in die Scherben zum Geier, dem Geldverleiher. Bestell ihm Grüße von Morgwag. Dann wirst du mich als großzügigen Mann kennenlernen. Also dann, leb wohl. Das Meer ruft. Kannst du jetzt nicht mehr schlagen? Doch, kann ich. Meine Güte, zieh dein Schwert, Geralt. Aua. Man hätte auch ausweichen können. Gott, bin ich heute gerade wieder schlecht dran. Ey. So, ja. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, aber der Typ war ja abgrundtief böse, ne? Selbst ein Fluch hat dem nichts beigebracht. Das ist ja Wahnsinn, ey. Dieser Typ. Richtiger Vollidiot, ey. Die Spuren führen zum Brunnen. Genau. Der Feigling wollte wohl lieber ertrinken, als gefressen werden. Hey, hörst du mich? Geralt, hast du mich erschreckt? Tut mir leid, keine Absicht. Das will ich hoffen. Sag Bescheid, wenn du den Feigling findest. Ich finde es gerade interessant, so unter den Wurzeln, dabei sind wir eigentlich gar nicht unter Yennefer an der Stelle. Ja, ne? Wie gesagt, der Typ hat seine Lektion einfach nicht gelernt. Ne? Jahrelang Qualen als Werwolf, kann fressen, was er will. Es, das Blut des wenn er sich selber frisst, dann wird er brennt sein Feuer, als hätte er gerade die ganze Hölle in Tuss. Und wenn er dann was anderes frisst, verwandelt sich zu Asche und der Typ ist wieder Mensch und weiß nichts Besseres, als gleich wieder weitermachen wie vorher. Hey, Senra. Ja, ne, immer geht's nur um Essen. Das ist echt schlimm. Oh. Hm. Lebst du noch? Verdammt. Tot. Schon eine ganze Weile. Yen! Ich hab ihn. Und? Ich hab schon Moder heute gesehen, die besser aussahen als er. Scheiße. Also, kratz zusammen, was du kannst und schaff die Reste her. Du hast wohl einen Plan? Ach was, verwesendes Fleisch fasziniert mich einfach. Wir reden, wenn du hier bist, ja? Yen, charmant wie immer. Ich find's lustig, wenn Ziggy Räuben wäre, also hier Dijkstra, dann würde ich es wahrscheinlich feiern, aber bei ihr geht's mir einfach nur auf den Sack.
Er verwest schon. Aber die Stimmbänder sind intakt. Vielleicht kriegen wir noch was aus ihm raus. Er sieht nicht sehr geschwätzig aus. Man kann jeden zum Reden bringen, auch eine Leiche. Man muss nur wissen, wie. Ich dachte, Nekromantie sei streng verboten. Das ist Sex vor der Ehe auch. Aber ich gebe nichts auf solchen Blödsinn. Schwarze Magie ist kein Jux. Solche Zauber gehen nie gut aus. Nie. Mir gefällt das nicht besser als dir, glaub mir. Aber ich mag den Gedanken, dass Ciri in Gefahr ist, noch viel weniger. Verstehe. Das gibt uns aber nicht das Recht. Geralt, bitte. Wir haben jetzt keine Zeit für Ethikdebatten. Mir geht's gut, Senna. Ein bisschen müde, aber es ist zum Glück Wochenende. Aber morgen früh klingelt der Wecker trotzdem um 5. Die arme Pixel. Brauchst du noch etwas für den Zauber? Mhm. Das Blut eines Neugeborenen, eine Jungfrauenzunge und das Auge eines Molchs. Jetzt nochmal ohne Sarkasmus? Ich brauche nichts. Ich bin eine Zauberin, keine Kräutermuhme. Ich brauche nur Energie. Davon allerdings reichlich. Zum Glück ist dieser Ort voll von Magie. Außerdem ist er heilig. Die Priesterinnen werden toben, wenn du mit seiner Energie Leichen wiederbelebst. Geralt, du gehst mir auf die Nerven. Ich biete Lösungen an und du suchst bloß nach Schwachstellen. Das ist richtig, ne? Ein Hexer muss immer Schwachstellen seiner Gegner suchen. Ja, komm. Tut mir leid, dich mit meinen Zweifeln zu belästigen. Bitte, Geralt. Wenn du Bitte sagst, ist es nie eine Bitte, sondern immer ein Befehl. Aber machen wir weiter. An die Arbeit. Selene, Tefrain. Selene, Davida. Von Lofoten. Nein, ich habe keinen Namen. Sial. Wir suchen nach Ciri. Aschblondes Haar, grüne Augen. Hast du sie gesehen? Wie ist der Grund für meinen Fluch? Das ist mir egal. Was ist mit ihr geschehen? Was hat sie hier gemacht? Sprich! Nein! Sprich! Sprich! Das Meer! Sie fiel! Das ist echt makaber. Ciri.
Zirael, hörst du mich? Ja. Ich muss jetzt gehen. Wir treffen uns unter dem Felsen der Ertrunkenen. Behältst du das? Mhm. Wiederhol es. Felsen der Ertrunkenen. Ich finde es richtig, dass die Emotes nicht richtig gezeigt werden. Ciri? Cirilla? Cirael? Du bist wach und ich dachte schon... Wo bin ich? Und wer bist du? Schon gut. Du bist auf Hindas Fjall im Dorf Lofoten. Man nennt mich Skjall. Aber wie bin ich? Was? Wir haben dich aus dem Meer gefischt. Dich und deinen Freund. Und wo ist er? Mein Freund? Der ist vor einer Weile losgezogen. Hat gesagt, er müsse ein Boot finden. Warum trägt er diese Maske? Stimmt was nicht mit seinem Gesicht? Nein. Er will nur nicht, dass andere es sehen. Wie lange habe ich geschlafen? Fast einen Tag. Heute früh haben wir dich reingeholt. Jetzt bricht die Nacht an. Verdammt. Zu lange. Du musstest dich dringend erholen. Hast einiges durchgemacht, oder? Hast ein paar hässliche, frische Narben. Nehmen wir den? Wie bitte? Du hast mich ausgezogen? Was sollte ich machen? Du warst doch völlig durchnässt. Außerdem musste ich nachsehen, ob du verletzt bist. Mhm. Und ob meine Brüste mit Fuchsteig eingeschmiert werden müssen? Nicht doch. Das waren meine Mutter und meine Schwester. Ich würde nie wagen. Ich schwör's. Bei meiner Ehre. Schon gut. Ich glaub's dir. Hilf mir hoch. Ich glaube, du solltest lieber... Weniger Worte, mehr Taten. Oh, typisch, mein Bruder. Man guckt einen Moment nicht hin, schon legt er die Pfoten an ein Mädchen. Astrid, du bist wirklich zu blöd. Du weißt ganz genau, dass ich ihr hochhelfe. Ich weiß, es ist grausam, aber ich muss das Brautwerben stoppen. Komm, wir gehen in die Sauna. Wohin? Mach den Mund zu, sonst kommen Fliegen rein. In die Sauna. Mädel, du warst ganz blau gefroren, als wir dich hier reingebracht haben. Wir müssen dir das Blut auftauen. Nein, das ist nicht nötig. Es geht mir prima. Hey! Prima? Du kannst dich kaum auf den Beinen halten. Und das ist auch kein Wunder, steif gefroren wie du bist. Aber keine Bange, Mama und ich kümmern uns darum. Tut mir leid, aber ich muss zum Felsen der Ertrunkenen. So schnell wie möglich. Ich zwinge dich nicht, hier zu bleiben. Aber das ist recht weit. Und du kannst kaum laufen. Nimm besser ein Pferd. Stimmt. Skjall kann dir ein Pferd satteln. Du musst einen Augenblick warten. Aber du bist immer noch schneller als zu Fuß. Ja, das wäre gut. Vielen Dank euch beiden. Schnickschnack, nichts zu danken. Komm jetzt, Zeit, dich gesund zu schwitzen. Wo sind denn meine Kleider? Die habe ich schon. Komm. Der Mann in der Maske, der kommt von weit her, nicht wahr? Oh ja, von sehr weit her. Und von wo genau? Du bist aber neugierig. Überrascht dich das? Mein ganzes Leben hocke ich in diesem Fischteich. Ich würde alles drum geben, zu reisen wie du. Wie ich? Nein, das würdest du nicht wollen. Ja. Glaub mir. Das kann ich bestätigen, dass Krell ihre Magen-OP hatte. Das bedeutet, dass deine Muskeln funktionieren. Und pass auf, dass sich die Sehne nicht an deiner Nase verhakt. Papa, ich weiß. Mensch, Papa. Hast du gesehen, wie es Lorenz sich ausgeputzt und mit Gold behängt? Man kann kaum hinsehen, so glänzt es. Angeblich will er heute um hier uns Hand abhalten. Mehr als die Hand kriegt er auch nicht. Weiß doch jeder, dass er ihn braucht.
Also schön, rein mit dir und raus aus den Fetzen. Alles ausziehen? Ja, natürlich. Oh, da? Verlasse die Umkleide. Naja, sie hat's ja gesagt, ne? Das ist aber kein Handtuch. Achso, doch. Du brauchst ein Handtuch? Na, mach wie du meinst. Ha! Und ihr habt geglaubt, ich lasse nackt rumlaufen, ne? Ha! Endlich. Ich hatte schon Sorge, sie... Ach, Mama, du machst dir immer Sorgen. Es ist alles in Ordnung, nicht wahr? Hm? Ja, alles in Ordnung. Gut, das ist gut. Aber was willst du mit dem Handtuch, Kind? Das wird doch nur nass. Mama, sie ist vom Festland. Sie ist schüchtern. Püffli schon wieder. Mir ist immer noch kalt. Ja, ne? Ich bin überhaupt nicht schüchtern. Ich wollte nur was zum Draufsetzen haben. Und das soll ich glauben. Astrid, benimm dich, sonst gehst du gleich mit Papa Fischer ausnehmen. Fischer ausnehmen. Wir schwatzen und der ganze Dampf ist weg. Wir brauchen noch einen Aufguss. Sag mal, bei dir zu Hause, gibt's da auch Saunas? Ja, ein Wikinger. Weißt du, ich habe eigentlich gar kein Zuhause. Bin immer unterwegs. Ah, ach so. Wohin fuhr dein Schiff denn? Schiff? Wir haben dich aus dem Meer gezogen. Ich dachte, du wärst schiffbrüchig. Küken? Oh mein Gott. Nein, das stimmt nicht. Ich bin nicht schiffbrüchig. Wie bist du dann an den Strand gekommen? Sagen wir, ich ja, okay, suche dann, hier jemanden. Dann finden. Nicht deinen Verlobten. Wieso? Das würde Skjal das Herz brechen. Er ist total verschossen in dich. Hat den ganzen Tag an deinem Bett gesessen und dich angestarrt, als wärst du ein Kunstwerk. Astrid, das solltest du ihr doch nicht sagen. Ja, scheinbar. Na, jetzt ist es zu spät. Gefällt Skjal dir? Eigentlich ziehe ich Frauen vor. Echt jetzt? Okay. Ach komm, den nehmen wir. Den nehmen wir. Um ehrlich zu sein, mag ich Frauen lieber. Ach so. Verstehe. Die Skalden haben recht. Liebe trägt viele Gewänder. Hört mal, es ist hier sehr schön mit euch. Aber ich muss jetzt dringend los. Verstehe. Wer würde schon in diesem Nest hocken wollen? Hier ist jeder mit jedem verwandt und es stinkt nach Fisch. Ich glaube kaum, dass du mit irgendwem hier verwandt bist. Niemand in Lofoten nörgelt so rum wie du. Setz dich und sei still. Kind, Skjal hat die Pferde bestimmt schon gesattelt. Aber ehe du gehst, musst du noch schnell ins Wasser springen. Das tut dir gut. Es gibt einige Hundehalter, die ihre Tiere barfen. Aka alles von der Kuh, dem Tier, ohne andere Lebensmittel oder Nahrungsergänzung geben. Ja, wir haben auch, wir wollen jetzt auch anfangen, wenn wir irgendwie Hühnchen kaufen und da die ganzen Blutgefäße und so noch rausschneiden, dass wir die dann halt alles in einer Pfanne braten und dann die dieses Stückchen halt und auch den Katzen füttern, damit es nicht verschwendet wird. Ja, das ist richtig. Und hier soll es dann auch nicht schaden. Ja, warum also, nicht? Warum nicht?
Geh durch die Tür, dann siehst du den Pier. Pass auf, er ist glitschig. Vielen Dank nochmals. Schon wieder nichts zu danken. Viel Glück auf deiner Reise. Das ist ja wie ein... Das ist ja wie ein japanischer Nonsen hier, ey. Spring ins Wasser, um dich abzukühlen und zu regenerieren. Optional trink einen Schluck von Freyas Feuerwasser. Das ist da drüben, ne? Feuerwasser! Skull. Oder muss man es eher nordisch aussprechen? Skjoll. Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Entschuldigung, ich wollte dich ins Wasser schubsen. So. Oh, kalt. Geh zu Skjall in den Stall. Aber wir können uns sicher erst anziehen, oder? Ich glaube, sonst hat er das Gefühl, das ist eine Aufforderung. Da war die Umkleide. Anziehen und gehen. Ja, aber man muss halt trotzdem gucken, ne? Dass die Tiere die ganzen Nährstoffe, die sie brauchen, kriegen. Davon bin ich jetzt ausgegangen, dass sie nicht nur Küken fressen. Es zieht ein Sturm auf. Ich muss ja, wir hätten einfach nur die Witcher-Geschichte weitersehen müssen. Ich glaube, da war gerade genug Ablenkung. Wenn deine Finger müde werden. Oh, hier bist du. Prost. Die Pferde sind bereit. Ich auch. Wollen wir los? Hör mal, ich hoffe, meine Schwester hat doch keinen Mist erzählt, oder? Nein. Nein, nur, dass du mich magst. Captain Dip. Nein. Außer, dass du in mich verknallt bist. Was? Aber sie sollte doch... Außerdem bin ich nicht... Natürlich bist du... Aber... Ach, weißt du, reiten wir los. Du hast es eilig und es wird bald dunkel. Ja, ne? Bücher, da kannst du ein Buch kaufen, das ist eigentlich schon outdated am Tag, wo es rauskommt. Also. Du hast recht. Vielleicht komme ich eines Tages wieder. Dann können wir uns unterhalten. Klingt gefährlich. Das sollte es nicht. Ich nehme Njord. Du nimmst Gaurücken. Sie ist alt, aber sie macht... Lauft um euer Leben! Bleib hier. Ich. Ich komme alleine klar. Angriff ist die beste Verteidigung. Wow. Kann ich hier eigentlich auch abblocken? Ja, kann ich. So.
Acht, sagst du. Hatte ich nicht irgendwie sowas, genau. Noch mehr? Oh ja, da. Schwing dich auf dein Pferd. Was? Was war das? Die wilde Jagd. Ragnarok. Das Ende der Welt. Nein, noch nicht. Aber ich muss weg. Sie sind wegen mir hier. Schnell, sitz auf. Ich zeig dir den Weg zum Felsen. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Dank mir, wenn wir sicher ankommen. Los jetzt. Vorsicht! Reite, Ciri! Nicht umsehen! Wow. Da hinten ging ja gerade voll die Party auf. Aua. Voll erwischt. Warum sich jetzt wohl die Kamera nach hinten gedreht hat? Au. Shit. Okay, wir haben es überlebt. Halt an! Was? Alles andere als feige. Er hat sein Leben geopfert und die wilde Jagd abgelenkt. Kannst du mal Licht machen, Grell? Das Gefühl, ich schwinde gerade in die Dunkelheit. Ich weiß, wo die Kreatur ist. Sie war mein Donas. Aber er hat sie verkauft. An wen? Weiß nicht. Geh jetzt. Sag's ihnen. Wasch meinen Namen rein! Verschwinde, sag ich! Ja.
Was ist denn mit dem Garten passiert? Er ist verwelkt. Ich sagte ja, der Zauber braucht viel Energie. Du wusstest, dass das passieren würde, oder? Hieltest du es nicht für erwähnenswert? Nein, ich wusste, du würdest protestieren. Dein Sinn für Anstand ist hinreißend, aber manchmal auch lästig. Tja. Und wie fühlst du dich? Ich hoffe, der Schädel. Geht es dir gut? Jetzt ja. Der Zauber. Stell dir vor, du hättest Kakerlaken im Mund. Oder würdest in Jauche schwimmen. So etwa fühlt er sich an. Yen, verschwinden wir von hier. Jetzt sofort. Darum musst du mich nicht zweimal bitten. Der Garten! Unser Garten! Wie konntet ihr nur? Wir helfen euch und ihr... Unfassbar! Ganz ruhig. Wage es nicht, mich zu beruhigen. Wir haben jedes Recht, wütend zu sein. Rasend! Dafür werdet ihr bezahlen. Bitteschön, dass wir euren Werwolf getötet haben. Es tut mir leid. Das ist alles? Mehr fällt dir nicht ein? Nichts, was helfen würde. Ich werde überall auf den Skelligen verkünden, was ihr hier getan habt. Halt, das hab nur ich getan. Geralt wollte mich aufhalten. Ich wollte nicht hören. Ich hätte es wissen müssen. Man hat mich vor dir gewarnt. Zauberin! Niemand soll dir die Tür öffnen. Niemand deinen Hunger stillen. Niemand deine Wunden versorgen. Yen, das hättest du nicht tun müssen. Aber ich wollte es. Ich will nicht drüber reden. Konzentrieren wir uns auf das, was Kjall gesagt hat. Viel haben wir nicht erfahren. Obwohl wir sicher sein können, dass Ciri nicht mehr auf den Skelligen ist. Und auch nicht in Velen oder Novigrad. Sie ist verschwunden. Schon wieder. Vielleicht sollten wir nochmal durchgehen, was wir erfahren haben. Uns könnte ein wichtiger Hinweis entgangen sein. Ich hoffe, dass das so ist. Ich möchte wirklich wissen, in was sie hineingeraten ist. Ich habe keine Ahnung. Aber wir holen sie da raus. Gesund und munter. Versprochen. Der Schlüssel zu Ciri ist dieses widerliche Ding, das Kjall am Strand gesehen hat, glaube ich. Weißt du, ich habe jemanden gesehen, der ganz ähnlich aussah. Wo denn? In Velen, in einer Burg, in der bis vor kurzem ein selbsternannter Baron geherrscht hat. Jetzt hat dort seine rechte Hand das Sagen, Feldwebel Ardal. Dann geh hin und hol sie, egal wie. Kauf sie, entführ sie. Das Ding ist eindeutig verflucht, geistig völlig von der Rolle. Kein normales Gespräch wird möglich sein. Jammern hilft nichts. Alles wird gut. Ein Fluch? Bitte. Das ist doch für eine Zauberin und einen Hexer kein Hindernis. Sag mir, meinst du, dass... Nein, schon gut. Du wolltest mich was fragen. Was war es? Sag mir, glaubst du... dass dieses Ding möglicherweise Ciri ist? Dass sie... vielleicht verflucht wurde? Darüber will ich gar nicht nachdenken. Geralt, wir müssen. Vielleicht ist sie es. Soweit ich weiß, hat sie in Novigrad versucht, einen mächtigen Fluch zu brechen. Aber wenn ich mir das jetzt vorstelle, kann ich einpacken. Wir müssen tun, was wir können und sehen, was passiert. Aber ist er nicht, weggeschwommen? Also, dir weggerudert? Wobei, war das Boot nachher nicht wieder am Strand? Ich weiß es nicht. Hab ich zu wenig geachtet. Spur ins Gellige. Wir sind dir gefolgt und haben die Möglichkeiten ausgeschöpft. Vielleicht ist es Zeit, aufs Festland zurückzukehren. Vorher, da ist noch etwas. Etwas Wichtiges. Was denn? Treffen wir uns in Larvik, in der Kriegerhalle. Reden wir dort. Gut. Bis bald in Larvik. Danke. Dafür.
und für deine Hilfe im Garten. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Das war doch nichts. Geralt, du kennst mich. Ich lobe selten, aber wenn, dann meine ich's ehrlich. Okay, gut, das hässliche Entlein. Hier ist eine Schnellreise. So, aber wir haben hier noch Quests offen. Und zwar einmal, das zum Beispiel. Oder der hier. Hol dir deine Belohnung vom Pfandhaus in Novigrad ab. Okay, das können wir auch dann machen. Wunderbares Wetter, oder? Ist ja wie bei uns die letzten Tage. Bisschen weniger Wind, aber ungefähr gleich viel Regen. Ich hätte jetzt echt gerne einen anständigen Frühling und nicht das, was das Wetter hier gerade so abzieht. Das ist. Da war es ein paar Tage warm. Da denkst du dir so, ah cool. Nicht so schnell, Plätze. Kannst du dir eine. Kannst du dir eine kurze Hose anziehen, so hast du einmal an und dann kannst du es eigentlich wieder in Wäsche werfen, weil es dann wieder tagelang einfach nur scheiße ist. Keine Angst. Sicher warten Sie. Sei gegrüßt. Womit kann ich diesmal helfen? Morgwag, ich habe noch ein paar Fragen. Ich bin wegen meiner Belohnung gekommen. Aber ist denn sicher, dass... Morgwag ist erledigt, für immer. Sonst kriegt ihr euer Geld zurück. Ich verlasse mich auf dich, Hexer. Halb verfroren bei der Prüfung, das ist ja blöd. Hass und Stärke. Warum hat die Göttin dich hergeführt? Ich bin von ganz allein gekommen, scheint mir. Du verehrst Freya nicht. Nein, aber ich respektiere die, die es tun, auch ihre Priesterinnen. Das ehrt dich, ist aber ohne Belang. Freya belohnt und straft Andersgläubige und Ungläubige ebenso wie die, die sie verehren. Es hilft zwar, wenn du sie anbetest, aber es löst nichts. Was brauchst du? Darf ich einen Blick auf deine Waren werfen? Was haben wir hier? Reisen zwischen den Welten. Und der Glaube von Skellige Freya. Zusatzinformation. Ja, komm, kaufen wir mal. So, ich glaube, den Rest hier brauchen wir nicht, ne? Nee. Oh, können wir was verkaufen? Ja. So, von unserem Schrott. Was haben wir hier? Goldene Perlenkette. Oder in Handwerkzutaten zerlegt werden. Ja, dann verkaufen. Leb wohl. Du gibst uns Liebe, Hass und Stärke. So, Bücher. Bücher waren, glaube ich, hier, ne? So, neue Zusatzinfos. Die sind hier, was? Die sind hier mitten im Nirgendwo? Die sind hier niemand. Okay. Da ist noch eine Quest. So, jetzt ist die Frage. Jetzt ist 8 Uhr. Wollen wir diese Nebenquest noch machen oder wollen wir noch Hauptquest ein bisschen weiter? Ich glaube, wir machen noch ein bisschen Hauptquest weiter, oder? Es ist eigentlich gerade relativ spannend. Die Quest können wir dann später auch noch machen. Ich meine, wir sind immer noch erst bei Stufe 19. Wir kommen nach Kaer Morhen. Okay. Ja, dann will ich erst recht die Hauptquest weitermachen, wenn es endlich Richtung Kaer Morhen zurückgeht. Dann haben wir nämlich das Gebiet auch endlich freigeschaltet. Und wieder ein Schweizer Birdie.
komm jetzt. Per Haut. Los, lauf! Also, ich da. Einmal da. Und da. Hä? Was ist das da? Nee, da nicht. Ups. Finde es noch gut, wie meine Quest da gezeigt wird. Ja, komm einfach mal zur Reihe, falls. Jo, bis dann, Senra. Vielen Dank fürs Vorbeischauen. War der Schlüssel, um Ciri wiederzufinden. Was für eine dramatische Bildschirm. So, also. Entschuldigung. Reiern oder nichts reiern? Das ist hier irgendwie eine Katze. Fängst du auch Mäuse? Ich bin heute Nachmittag schon fast eingepennt. Das hat wehgetan. Also gut, gib mir die Münze. Kopf, wir müssen den Stand aus. So, also jetzt irgendwo der Feldweib. Oh, wir können noch gleich. Wird wahrscheinlich noch nicht fertig sein, aber wir können sie ja trotzdem mal fragen, ob es eventuell fertig ist. Geralt, schön dich zu sehen. Was kann ich für dich tun? Richtig. Meine Rüstung. Geht es damit voran? Fertig. Ich habe die Verbindungen verstärkt und die Rüstung in Säure getaucht, wie es die Tradition meines Clans verlangt. Danke. Was schulde ich dir? Aber bitte. Ohne dich wäre ich gar nicht hier. Betrachte sie als mein Dankesgeschenk. Nimm sie. Möge sie dir gute Dienste leisten. Danke. Und du pass auf dich auf. Wieso ich gerne nicht Schweizerdeutsch? Wie sitzt das schon scheiße? Und? Gibt auch kein anderes Wort dafür. Wollen wir ein bisschen was kippen? Für ein wenig Spaß? Besser als rumzusitzen und uns am Arsch zu kratzen. Womit habe ich nur verdient, dass du mir am Arsch klebst? Tja, das wüsste ich jetzt wohl gern. Mist, die hat Zeit nicht gestoppt. So. Also der Gärner ist tatsächlich gekommen, aber das Lee habe ich halt noch hinten dran gesetzt. Nein! Ich muss mit dir reden. Worüber? Uma, ich werde ihn mitnehmen. Du musst um die Erlaubnis des Barons bitten. Das Problem ist, er ist nicht da. Ich bitte um gar nichts. Ich teile es dir mit. Du kannst versuchen, mich aufzuhalten. Aber das wäre ein Fehler. Ein tödlicher. Oh, ja. Du glaubst wohl, ich zittere vor dir. Er hat ihm Fußkampf umgenietet. Bitte, der Krüppel ist das Blutvergießen nicht wert. Geh zum Stallknecht. Der ist sicher froh, wenn er ihn los wird, weil das Scheusal aus den Futterbeuteln frisst. Ich wünsche euch beiden eine angenehme Reise. Herzlichen Dank. Als ob der Baron etwas dagegen hätte. Unsere Jungs wollten sich mit ein paar Weibern im Heu haben die Leute nichts gegen deine weiße Visage? Aber die Leute hier haben aufgemuckt. Also haben sie ein paar dieser Bauerntölpel in der Scheune gesperrt und die dann angezündet. Blödsinn. Wow, das ist ja nett.
Wen müsste da über da? Da ist er. Ich nehme Uma mit mir. Es gibt keinen. Hauptmann Ardal hat gesagt, ich darf. Bringst ihn aber zurück, oder? Wäre schrecklich langweilig ohne ihn. Okay. Nein, ich werde ihn nicht zurückbringen. Mach die Tür auf, sofort. Was, Quest gescheitert? Auf der Fährte? Ekelhaft. Hä? Da muss ich jetzt nochmal geschehen anschauen. Das hier ist Plötze. Sie wird uns nach Kermoren bringen. Na? Komm schon. Meine Güte. Ui, noch eine Ratte. Schluss mit dem Kurzen. Gehen wir. Oh. Ich frage mich gerade. Wir kriegen Gesellschaft. Nilfgaarder Schlachtwasser. Ja, super. Ich frage mich gerade, warum was die Quest jetzt abgebrochen ist. Aber es kann man gleich losfinden. Du missfällst dem Kaiser. Dann soll er wen anders um Hilfe bitten. Der Kaiser bittet niemanden um irgendwas. Du reitest mit uns nach Vysima. Nein. Seid ihr sicher? Denk nicht mal dran. Doch. Na schön, zeig den Weg. Der Hure schießt. Kaiser, du Gott. Hat er sich nicht den ersten Punkt aufknüpfen? Entschuldigung. Schieß mich gerade an sich. Und die dritte Armee fällt von Westen ein, um Banglern einzunehmen. Mit Verlaub, kaiserliche Hoheit. Eure Spione berichten, dass die Garnison bei Banglean fast komplett aus Söldnern besteht. Also Bestechung. Dann verlieren wir keine Männer in der Schlacht. Weniger Zeit verlieren wir auch. Also schön, gib den Befehl. Und setz die Segel. Wie ihr wünscht. Sofort. Da ist sie schon wieder. Kaiserliche Hoheit, Yennefer. Ich hab dich nicht kommen lassen, um Artigkeiten auszutauschen. Berichte. Okay, ich berichte. Und zwar haltest du mich gerade von meiner Mission ab, deine Tochter zu finden. Also, verdupft dich. So, die Zeit ist irgendwann zwischendrin mal wieder abgelaufen. Der hat mir nichts zu sagen. Wie ihr wünscht, Eure Majestät. So, schaut mal wieder aus. Nun, dieser Mensch ist der Schlüssel, um Ciri zu finden. Ich habe dir drei solide Spuren gegeben. Frisch wie der Morgentau. Dazu die Hilfe meiner Spione und meiner Hofzauberin. Und du bringst mir anstatt meiner Tochter diese Monstrosität... Falsch! Ich hoffe, dass du noch mehr zu sagen hast. Für dich. Ich suche nach einer Nadel im Heuhaufen. Und diese Nadel kann jederzeit... Die Aufgabe ist schwierig, das weiß ich. Na und? Hör zu. Ich regiere das größte Imperium, das die Welt je gesehen hat. Ich führe Krieg gegen den Norden, befehlige Zehntausende von Männern. Und wenn ich zu Hause bin, versuchen die Handelsgesellschaften und Adligen, mich zu entthronen. Erwarte nicht, dass ich dich wegen der Schwierigkeit deiner Aufgabe bemitleide.
Ich habe die Spuren verfolgt, die ihr mir gegeben habt. Ciri tauchte zuerst in Skellige wieder auf. Mit einem Magier, einem Elfen. Yen weiß mehr. Die wilde Jagd hat sie aufgespürt und überfallen. Sie mussten nach Velen fliehen. Dort wurden sie getrennt. Ciri war einige Zeit bei einem örtlichen Kriegsfürsten, einem selbsternannten Baron, der... Nicht doch. Ich kenne meine Vasallen. Der ihr nach Novigrad half. Dort verdarb sie es sich mit einigen Unterweltgrößen. Sie musste wieder fliehen und ging zurück nach Skellige. Dort ist sie ihrem Elfenbegleiter begegnet. Und der wilden Jagd. Schon wieder. Ciri und der Elf flohen aufs Meer. Am nächsten Tag kam das Boot zurück und es war nur er an Bord. Diese Informationen scheinen nicht sehr nützlich, auch wenn ihr offenbar beschäftigt wart. Diese Monstrosität könnte eure Tochter sein. Der Körper ist das Ergebnis eines Fluchs. Darin ist jemand verborgen. Kannst du diesen Fluch brechen? Ich habe viel geforscht und nachgefragt. Aber um ihn zu brechen, müsste ich die Worte kennen, mit denen er gewirkt wurde. Und das? Wafail Elaine Ketmilfoli. Gledif Dorn Ebtneid Bundro Itne Iakus. Hat Rittersporn mir gesagt. Ciri hat mit ihm darüber geredet. Endlich hast du mich auch mal angenehm überrascht. Werte Yennefer, meine Frage besteht noch. Ja. Ich glaube, ich kann es. Doch ich muss... Die Details interessieren mich nicht. Geralt, du hast recht wenig erreicht, wenn auch zugegeben mehr als meine Pfuscher von Spionen. Ich gebe dir die Hälfte der versprochenen Belohnung. Die andere Hälfte bekommst du, wenn du mir Ciri bringst. Das würde ich ziemlich verstimmen. Gut. Die Audienz ist beendet. Bis zur nächsten. Ich will doch nur wissen, wieso die Quest gescheitert ist. Lasst mich doch endlich nachgucken. Leute, ich muss das alles wieder machen, wenn es einen doofen Grund hat. Also, wie brechen wir Umas Fluch? Wir müssen ihn nach Kaer Morhen bringen. Oh, und Geralt, verzeih, aber ich kann nicht dich, Uma und Plötze teleportieren. Deswegen... Keine Sorge, wir reiten hin. Ich mochte das Teleportieren noch nie. Pass auf dich auf. Warte. Hier. Wahrscheinlich ist es besser, wenn du ihn behältst. Ja, also, gut. Ich muss los. Die lange Suche nach Ciri führte Geralt zu diesem Schluss. Uma, der hässlichste Mann der Welt und Opfer eines Fluchs, war der Schlüssel, um Ciri wiederzufinden. Geralt musste den Fluch brechen, und so brachte er Uma zur Zuflucht der größten Spezialisten für Flüche, zur Hexerfestung Kaer Morhen. Ich glaube, man merkt langsam, wie genervt ich bin, dass hier gerade eine Sequenz die nächste jagt und ich einfach weiß, dass da eine Quest gescheitert ist. Oh, toll, ich bin ganz ruhig plötzlich. Schon gut. Gabelschwänze so nah bei der Festung? Da war aber jemand nachlässig. Oh ja, das ist aber ziemlich nah an der Festung. Das Problem ist, ich kann es auch nicht aufmachen, das Menü gerade, um nachzuschieben. Nun, sieh an, wen der Wind herbläst. Du warst ja lange weg. Yay! Zu lange. Und wie war deine Reise? Ruhig. Abgesehen von dem Gabelschwanz, der uns vor ein paar Meilen überflogen hat. Der Passagier war etwas beunruhigt. Was haben wir denn da? Zahlreiche Deformierungen. Augen, Ohren, Nasenlöcher, eine Hasenscharte. Und ist das... Oh, Mama, 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 Mama.
na, ganz ruhig. Mit einem hatte Yennefer recht. Hübsch ist das Ding wirklich nicht. Allzu fein siehst du auch nicht aus. Wie bist du so dreckig geworden? Hm? Ach, das? Ich habe Lehm für Mörtel angerührt. Muss die Wände flicken, ehe sie zerbröckeln. Reichlich Arbeit für einen allein. Wollten Lambert und Eskel nicht helfen? Sehen sie keinen Sinn darin? Nein. Yennefer hat wichtigere Aufgaben für sie gefunden. Okay. Yen ist schon hier? Und wie? Oh, habt ihr euch gestritten? Ach, Geralt, ich weiß, dass sie eine, wie drücke ich's aus, emanzipierte, willensstarke Frau ist, aber zählen Manieren denn gar nichts mehr? Sie teleportiert, ohne das Kleinste schön euch zu sehen, rein und sagt stattdessen, wir müssen einen Fluch brechen, es gibt dies und das zu tun, also los, Eskel und Lambert. Dann geht sie ins Gästezimmer, arrangiert alles um und wirft das Bett vom Balkon. Sie wirft das Bett vom Balkon? Schade, das war ein gutes Bett. Das habe ich auch gesagt. Massiver Eichenholzrahmen, Daunenmatratze. Triss hat immer gesagt, sie... Aha, jetzt verstehe ich. Entweder ist es das, oder Yen kann Eichenmöbel nicht leiden. Ah. Was hat Yen denn vor? Wenn ich das wüsste. Du meinst, sie hat's dir nicht gesagt? Sie hat uns gesagt, was sie braucht, um den Fluch zu brechen. Nicht, was sie vorhat. Obwohl wir gefragt haben. Sie hat was vor. Schön, dass dir das auffällt. Und? Wo sind denn alle? Eskel ist auf Gabelschwanzjagd. Wir müssen das Nest im Wald ausheben. Und Yennefer braucht einige Zutaten aus den Organen. Wie sagt man? Zwei Fliegen, eine Klappe. Lambert ist noch in der Festung und bereitet sich auf einen Ausflug in die Berge vor, um das Phylakterium mit Elementarenergie anzureichern. Mhm. Und Yen? Die baut ihr Megaskop auf. Sie wollte meine Hilfe. Ich sollte mit einem piepsenden Gerät herumrennen und irgendetwas suchen. Aber ich bin zu alt für diesen Quatsch. Ich sollte ihr sagen, dass ich hier bin. Wenn du meinst. Aber erwarte nicht, dass sie dir um den Hals fällt. Halleluja! Wir dürfen endlich! Vielen Dank! So, Fehlschlag. Warum? Auf der Fährte, sprich mit dem Aufseher. Sprich mit Lambert. Triff Lambert beim Sieben Katzen. Gehe nach Faroe und such Hammond. Triff Yennefer in Larvik. Ja, das ist ja scheiße, ne? Leute, so geht das nicht. So geht das gar nicht. Kontrollpunkt, das hässliche Entlein. Da sind wir in... Okay. Ja, da müssen wir wohl dahin, ne? Ja, das ist jetzt dumm gelaufen, aber... ja. Dass da einfach gleich zwei Quests scheitern, deswegen... Das finde ich dann doch einen Ticken... beschissen. Anders kann man sich ausdrücken. Ich find's einfach nur beschissen. Ich mag's nicht, wenn Quests fehlschlagen. Die Gwent-Quest ist mir kacken egal. Die anderen Quests nicht. Womit hab ich nur verdient? Ich hoffe, ihr verzeiht mir das jetzt, aber ich würde es mir nicht verzeihen. Das nicht. Was war es jetzt eigentlich? Hier in Larvik, der letzte Wunsch. Weil es wäre halt schon meine... Es wäre schon mein Interesse, dass wir halt hier möglichst viel von den Nebenquests mitnehmen können und alles, ne? Also, was haben wir hier? Schleifstein? Nein, das da. Auftragsseltsame Bestie. Hol dir deine Belohnung. Okay. Die lange Suche nach Ciri führte Geralt zu diesem Schluss. Uma,
Ja, das kennen wir ja schon. Welt und Opfer eines Fluchs war der Schlüssel, um Ciri wiederzufinden. So, dahin. Seine neue Gefangene. Sie kommt aus Nilfgaard, weißt du? Wer ist denn der komische Kauz? Das musst du zurück. Du hast heiligen Boden geschändet. Die Götter werden dir niemals vergeben. Scher dich zum Teufel, Hexe. Okay. Hier ist was los, ne? Du hast echt ein Talent, Freunde zu finden. Die haben mich provoziert. Mhm, hab ich gesehen. Du wolltest mit mir über etwas sprechen. Amos war Ipsis, ein Experte für Djinns. Schon mal von ihm gehört? In der kaiserlichen Bibliothek habe ich sein Buch gefunden. Er ist eines Tages nach Skellige aufgebrochen und wurde nie wieder gesehen. Ich habe ein paar Leute hier nach ihm gefragt. Manche erinnern sich noch an ihn. Warum interessiert er dich? Djinns können gefährlich sein und sind immer hinterhältig. Ich weiß, aber die Vorteile überwiegen das Risiko. Wenn ich einen Djinn zähmen kann, bedeutet das unglaubliche Macht. Das könnte uns eines Tages nützlich sein. Bist du sicher, dass dieser Magier einen Djinn hatte? Seine Bücher deuten darauf hin. Er beschreibt, wie er einen gezähmt und Kraft aus ihm gezogen hat. Weißt du, wo du suchen musst? Nach dem Magier und dem Djinn? Die Leute hier sagen, sie hätten Amos Schiff zuletzt vor Hindasfjall gesehen. Kurz bevor ein Jahrhundertsturm losbrach. Dann werden wir sie kaum finden. Der Magier ist jetzt sicher Fischfutter und der Djinn ist auf und davon. Nicht unbedingt. Und selbst wenn, ohne einen Beweis gebe ich nicht auf. Hilfst du mir? Ich kann dir kein Gold anbieten, aber ich werde dir auf ewig dankbar sein. Wenn das so ist, dann helfe ich dir eben. Ich danke dir. Im Hafen wartet ein Boot auf uns. Komm. Dona ist erst fromm geworden, nachdem er eine Priesterin vergewaltigt hat. Wir holen uns aber noch hier die, das hier ab. Er hat den Zorn Modron Freyas gefürchtet. Wie ich sehe, hast du schon alles vorbereitet. Ja. Woher wusstest du, dass ich ja sagen würde? Ich wusste es nicht, aber ich wollte es riskieren. Freunde der Jagd. Also, hilfst du mir? Ich habe die Bestie getötet, die euch Ärger gemacht hat. Gnädige Freya, endlich ist das Scheißvieh tot. Jetzt erzähl, war es ein harter Kampf? Hast du Wunden zu versorgen? Nein, alles in Ordnung. Ah, nichts Neues für Leute wie dich. Harte Arbeit, Hexerei. Na schön, deine Belohnung. Das hier ist für dich. Danke, bis dann. So, ist abgeschlossen. Dann machen wir mit der hier. Andere Richtung. Ah, Junge. Ich habe schon Lieder über deine Taten gehört. Du voran. Wenigstens einmal könntest du die Initiative ergreifen. Würdest du das denn zulassen? Das käme ganz drauf an. Das wollte ich schon immer wissen. Was macht ihr letzte Hexen, Nacht? War? Basilisken, Waldschraße oder Riesen in der Nähe sind? Okay. Das Schiff mit dem Djinn ist irgendwo hier gesunken. Nicht gerade sehr präzise, die Spur. Ich wirke einen Zauber auf unser Boot. Dann wissen wir, ob unter uns irgendwelche Wracks liegen. Also gut, ran an die Arbeit. Was dagegen, wenn ich steuere? Hab ich denn eine Wahl? Nein.
Ja, also ganz ehrlich, ist mir eigentlich egal, wenn sie steuert. Aber sie dürfte losfahren. Hallo, ich bin an Bord. Steigst du jetzt ein oder nicht? Ich bin doch an Bord! Soll ich sonst einsteigen, bitteschön? Soll ich jetzt Wasser fallen und drüber? Geralt, wie lange soll ich noch warten? Können wir endlich los? LOL! Ich weiß nicht, ob die Sache mit dem Djinn so eine gute Idee ist. Wir haben schon einmal einen erwischt. Weißt du nicht mehr? Doch, klar. Rittersporn hat dabei fast seine Stimme verloren. Zum Glück hat dein Exorzismus sie gerettet. Das war sehr poetisch. Ja, woher hätte ich denn wissen sollen, dass die Beschwörung Hau ab und fick dich selbst bedeutet? Hättest du mal Fremdsprachen gelernt. Ziehst du mich jetzt den Rest meines Lebens damit auf? Natürlich. Dein letzter Wunsch hat dir genau das gesichert. Ich habe mir gewünscht, dass wir immer zusammenbleiben und nicht, dass du dich über jeden meiner Fehler lustig machst. Pass auf, was du dir wünschst. Und wenn dein Wunsch in Erfüllung geht, musst du ihn mit allen Konsequenzen akzeptieren. Natürlich. Und was deine Fehler angeht, ich wüsste nicht, warum ich nicht darüber lachen sollte, wenn sie amüsant sind. Da ist irgendwas. Auf dem Grund. Hier ist es zu tief. Du kannst nicht so lange tauchen. Du unterschätzt mich. Andererseits, darum habe ich dich um Hilfe gebeten. Ich wirke einen Zauber. Er wird deinen Herzschlag für kurze Zeit verlangsamen, damit du länger unter Wasser bleiben kannst. Esat ech krüde erythaun. Geschafft. Sei vorsichtig da unten. Ja, und nur für den Fall, dass es doch nicht funktioniert. Habe ich hier einen Dingens? Der hier, ne? 50% Schauerstoff. So, dann. Adios! Wie ist das Bad? Ist das Wasser warm genug? Spring doch rein, dann weißt du's. Mehr Wasser ist nicht gut für meinen Turm. Ja. Finde einfach das Wrack. Oh mein Gott, wir können unter Wasser so lange atmen, wie wir wollen gerade. Ist ja cool. Dann lassen sie alles looten, was geht. Oh, guck mal, Ertrunkener. Ich hasse es, wenn du meine Gedanken liest. Streng genommen tue ich das gar nicht. Ich nutze Telepathie. Außerdem hast du doch nichts zu verbergen, oder? Und falls doch, würde ich es bestimmt nicht zugeben. Siehst du irgendwas Interessantes? Ein Schiffswrack und eine Höhle. Da werde ich mal reinschauen. Ach, das klingt so gedämpft, ey, Leute. Das ist echt... So, da unter Wasser erstmal ein Brot essen. Meine Güte. Da liegt einer. Abgebrochene Masten, zerfetzte Planken und einen ganzen Schwarm Ertrunkener. Wahrscheinlich wurden sie von den Leichen der Besatzung angelockt und jetzt haben sie hier ihr Nest. Da ist auch eine Galionsfigur vom Clan Brummond. Das ist das falsche Schiff. Komm wieder hoch. Nope. Nix da. Erst werde ich looten. Zu alles, was geht. Was ist das hier? Also mal eine große Muschel, ne? Da hinten liegt, glaube ich, noch Zeug. Genau, hier war noch was. Überlegene Schwalbe, ne? Hat sich doch gelohnt hier. Find's ja krass, wie hier so eine Unterwasserhöhle ist. Und das Schiff einfach da mal so in den Eingang rein versoffen ist. Hätte ich überhaupt wer da oder habe ich alle vertrieben, nachdem ich hier die ganzen Dialoge wieder rückgängig gemacht habe? B, auftauchen. Ich drücke irgendwie immer das Falsche. Hm.
Und wohin jetzt? Wo uns die Spur hinführt. Sagen, Vorsicht, Eisberg voraus, Jennifer. Und wenn wir den Djinn finden, was dann? Wünschst du dir ein schönes Haus, einen Palast und eine Krone? Reden wir noch immer über den Djinn oder sind wir jetzt bei einem sprechenden Fisch gelandet? Eigentlich ist das ja egal. Beide erfüllen Wünsche. Was sind deine? Das wirst du noch früh genug erfahren. Sprechende Fische erfüllen Wünsche. Grell, Fischi kann Wünsche erfüllen. Da ist etwas. Noch ein Wrack. Mal sehen, ob unser Djinn da unten ist. Und wieder Ertrunkene. Okay, gut, dann halt eine Sirene. Relativ karg, außer an den Stellen, wo natürlich etwas sein muss. Da haben sie ein bisschen mehr dekoriert. Na gut, was soll man auch anders machen hier, ne? Ich meine, jetzt wirklich wahnsinnig viel so unter Wasser kann man ja auch nicht machen. Wenn es dann eh keine Sau interessiert oder halt eh niemand da irgendwo mitten im Wasser runtertauchen wird. Hier ist ein Wrack. Es liegt hier ist eine Truhe. Sehr alt. Das nenne ich Kriegsbeute. Hast du den Djinn gefunden? Nein, aber dafür etwas, das für mich genauso wertvoll sein könnte, wie es der Djinn für dich ist. Wunderschöne Handwerkskunst. Was hast du denn gefunden? Ein Kriegshorn mit dem Abzeichen vom Clan Heimei. Regenes Geisteröl. Nice. Das ist richtig cool, was wir unten finden. Vorne ist noch was. Aber erstmal die hier plündern. Unterwassersteuerung. Ist echt mühsam. Hier ist was. Der Schild eines Skelligers mit Symbolen vom Clan Heimei. Donas Clan. Dona hat noch in die Windeln geschissen, als dieser Schild hier gelandet ist. Das Langschiff gehörte dem Clan Dimun. Yen, ich glaube nicht, dass eines dieser Boote dem Magier gehörte. Das sind alles gesunkene Langschiffe. Dann komm zurück. Wir müssen woanders suchen. Guck mal, noch eine Sirene. Hat er noch was? Ich hab da gerade was. Nee, doch nicht. Doch, da ist noch was. Pfeile. Oh, die kann ich jetzt nicht untersuchen. Schade. Wo ist die Sirene hin? Ja. Verschwunden. Ich gehe noch da vorne die Kiste untersuchen, die ich da gerade noch sehe. Ah, guck mal. Ein Skelett. Jemand hat den Schädel mit einer Axt am Deck aufgespießt. Ein würdiger Tod für einen Skelliger. Das Abzeichen deutet auf den Clan Dimun hin. Der war also von Faro. Ist hier hinten noch was? Nope. Dann können wir jetzt auftauchen. Das würde mich aber echt wundern nehmen, wo diese Sirene abgeblieben ist. Du wirst immer besser. Es ginge noch schneller, wenn du mir hier unten helfen würdest. Ich habe lieber von hier oben alles im Blick. Ja, so wie damals, als wir den goldenen Drachen gesucht haben und eine Lawine uns erwischt hat. Als ich mich an den Überresten einer Brücke festgehalten habe und du an meinem Latz hingst und die Aussicht genossen hast, du erinnerst dich? Der Abgrund war wirklich atemberaubend. Die rauschenden Bäume, der Bach in der Tiefe. Ja, ich weiß noch. Aber was ich vor der Nase hatte, fand ich noch besser. Oh mein Gott,
war denn das? Mit diesen Felsen da stimmt irgendwas nicht. Und da ist etwas am Grund. Ich sehe mir das mal an. Ach du Scheiße. Das sieht aus, als wäre hier was explodiert, als ob es einen Krater gerissen hätte. Oh, noch eine Sirene. Schon zu weit weg. Hallo. Und noch eine. So. Ich glaube, wir haben alle. Meine Güte, also hier ist auf jeden Fall irgendwas Magisches in die Luft gegangen. Wie das aussieht. Irgendwas wird dem nicht gerecht. Ein riesiger Krater, als wäre hier ein Meteorit eingeschlagen. Das muss ich sehen. Kommst du auch ins Wasser? Nein, ich wirke noch einen Zauber, damit ich mit deinen Augen sehen kann. Entspann dich. Ey, su, feite, bei dem, en echte Ilvaid. Silber. Das ist kein Meteoritenkrater. Was denn dann? Der Effekt einer Teleportation. Irgendeine Macht hat einen Teil des Meeresbodens samt Felsen und allem im Teleportationsbereich herausgeschnitten. Ich habe schon immer gesagt, Portale wären gefährlich. Ich glaube, wir sind auf der richtigen Spur. Such nach irgendwas, in dem ein Djinn sein könnte. Na gut, aber... Enzu feite bei dem en echte Ilvaid. Was habe ich das Ding jetzt gerade gefunden? Zerbrochenes Siegel. Was haben wir hier? Irgendwas hat diesen Korb in genau zwei Hälften geschnitten. Das Schiff wahrscheinlich auch, ne? Ja. Schiff sieht ziemlich in zwei Hälften zerschnitten aus. Sonst noch was hier irgendwie? Da ist eine Leiche, die wir nicht untersuchen können. Ja, okay, gut, dann... tauchen wir wieder auf. Oh, warte mal, da drüben ist noch was. Skelett. Auch in zwei Hälften zerschnitten. Gerader Schnitt quer durchs Becken. Unglaublich präzise. Das war keine gewöhnliche Waffe, aber es könnte dasselbe gewesen sein, was den Korb halbiert hat. Uiuiui. Es dauert ja ewig, bis man aufgetaucht ist. Ich habe nur eine Hälfte gefunden. Kannst du damit was anfangen? Ich kann damit die andere Hälfte finden. Innerhalb von einem Dutzend Metern. Und sobald wir die haben, dürften wir auch den Djinn finden. Exakt. Bereit? Bei drei bringe ich uns dorthin. Nein, nicht noch ein Portal. Hör auf zu jammern. Eins, zwei... Drei. Du hast gesagt, dass es auf drei losgeht. Schon passiert. Schau, wir müssen die Gegend absuchen. Jen, nicht so schnell. Sag mir erst, was das überhaupt soll. Wozu brauchst du diesen Djinn? Aber das weißt du doch längst. Die Macht eines Djinns ist für Magier absolut unbezahlbar. Das weiß ich, aber ich will wissen, wofür du sie einsetzen willst. Du würdest all das nicht machen, wenn es nicht wichtig wäre. Du hast recht. Es ist wichtig. Sehr wichtig sogar. Wie lange geht das jetzt schon, Geralt? Die Sache zwischen uns. 15 Jahre? 20? Immer wieder trennen wir uns und kommen dann wieder zusammen. Irgendetwas zieht uns zueinander hin. Alles klar. Ja, aber ich kann nicht sagen, ob es ein echtes Gefühl ist oder nur ein Streich des Djinns. Also darum geht's, um meinen letzten Wunsch. Du hast dir vom Djinn gewünscht, uns für immer zu verbinden. Ich will, dass er diesen Wunsch zurücknimmt. Oh ja, das wäre gut. Ich verstehe. Du willst wissen, was passiert, wenn uns keine Magie mehr verbindet.
Ich will wissen, ob es zwischen uns noch Magie gibt, wenn der Zauber des Djinns fort ist. Das habe ich mich auch schon oft gefragt. Siehst du, wir stehen kurz davor, endlich die Wahrheit zu erfahren. Komm, suchen wir das Schiff. Magie auflösen und dann fallen lassen wir eine alte Kartoffel. Ich würde sagen, wir haben das Schiff gefunden. Wo sind wir hier eigentlich? Okay, wir waren hier. Da. Mitten im Krater, ne? Da ist das Boot, was wir zurückgelassen haben. Das da? Okay, mitten auf dem Ding ist ein Boot. Ja, warum nicht, ne? Und da einfach mal quer hier rüber geportet. Entschuldigung. Amos war wohl ziemlich exzentrisch. Hat er den Djinn gebeten, die Hälfte seines Schiffs auf einen Berg zu hieven? Nicht unbedingt. Djinns sind ziemlich durchtrieben. Vielleicht hat dieser hier den Wunsch erfüllt und dabei verdreht. Wenn das so ist, dann wäre es mir lieber, du würdest dir nicht wünschen, dass ich aus deinem Leben verschwinde. Ich muss mir noch überlegen, wie ich den Wunsch formuliere. Wir sollten das Schiff untersuchen. Mhm. Wir gehen erstmal sämtliche Sachen plündern, die hier so an Bord sind. Okay, hier oben ist nichts. Plündern wir das hier. Hier ist nichts. Schere. Nichts Interessantes. Gut, dann brauchst du es ja auch nicht ewig anzustarren, oder? Das Imperium der Elemente. Mysterium der Mysterien. Agnes von Glanville. Interessant. Überlegenes schwarzes Blut. Alles klar. Hier gibt es ein paar Sachen zum Beispiel. Jetzt würde ich mal wieder in Alchemie reingucken, Leute. Weil wir haben mittlerweile hier verbessertes Gift der Erhängten. Was wir mal herstellen können. Verbessertes Hybridenöl und verbessertes Verfluchtenöl. Und überlegenes Gift der Erhängten. Okay. Für ein paar Sachen hier, da fehlen uns zum Beispiel hier dieses Karmin. Da fehlt uns auch Zeug. Okay, gut. Ja, so viel fehlt uns eigentlich tatsächlich nicht mehr bei einigen Tränken. So, Tränke. Verbesserte Petrisfilter. Zeichenintensität. Jo, warum nicht, ne? Verbesserter weißer Honig. Vergiftungen aufheben. Vollmond erhöht die maximale Vitalität. Okay, den machen wir mal. Da fehlt uns weiße Möwe. Verlegener Waldkauz. Da fehlt uns weiße Möwe und verbesserter Waldkauz. Weiße Möwe. Das ist eine weiße Möwe. Alkohol. Da, weiße Möwe. Kirschlikör und Alraunlikör. Okay. Das herstellen. Wir sollten mal wieder bei Charakter vorbeischauen. Was haben wir hier? Das geht bis 5 hoch. Okay, Fähigkeit verbessern. Zack. Was haben wir hier eigentlich? Hier haben wir schon großes grünes Mutagen. Hier haben wir das Wyvern-Mutagen und da haben wir rotes Mutagen. Aber wir haben einen Haufen Mutagene. Mal gucken, ob es reicht, um noch ein rotes irgendwie hinzukriegen. Da, rotes Mutagen. Ja. Ist ja locker, yay. Wenn man sich wieder wegdrücken würde hier. So, haben wir ein großes rotes. Und dann können wir das, das war auch ein großes, oder? Ne, es ist nur ein rotes. Aber dann können wir das hier nehmen und hier auf das Wyvern draufsetzen.
Nein, dann haben wir plus 40% Angriffskraft und hier nochmal plus 7. Bringt halt nicht so viel, weil wir halt da nur braune Fähigkeiten drüber haben, aber egal. Ne? Wie viel gibt das eigentlich mehr? Breites Kreuz, 60 erhöht, 220 sind 160 wären es dann. Müssen wir auf jeden Fall öfter mal zum Dingens gehen. Ja, wir lassen das jetzt noch so. Okay, ist was mit deinen Hunden los? Schicke Schuhe. Sieht aus, als wäre der Zusammenstoß mit dem Berg so stark gewesen, dass hier jemand aus den Latschen gekippt ist. Aus den Latschen gekippt, ja. Der Magier muss hier geschlafen haben. Was mag das wohl bedeuten? Das Bett wurde geschoben. Da wurde jemand übers Deck gezogen oder die Spur wurde hinterlassen, als das Schiff auf die Seite gekippt ist. Würde man eher sagen, da ist jemand unter dem Schrank begraben worden. Hier ist nichts. Nichts Interessantes. Jen, das solltest du dir mal ansehen. Was hast du denn gefunden? Dass alle Bücher noch im Regal hängen. Amos, er sieht genauso aus wie im Buch. Nur war sein Kopf dort noch intakt. Meinst du, der Djinn war das? Nein, er würde seinem Meister nichts tun. Sieht eher nach einem Unfall aus. Als der Sturm losbrach, hat Amos wahrscheinlich gesagt, bring uns weg, irgendwo hin und wenn's auf einen Berg ist. Und der Djinn hat ihn beim Wort genommen. Sie sind hart gelandet. Amos prallte gegen die Wand und das Bücherregal hat den Rest erledigt. Hab's immer gewusst. Zu viel studieren bringt einen um. Wenn er beim Teleportieren gestorben ist, trägt er vielleicht noch das Siegel. Sieh an. Bravo. Komm an Deck, ich hab ne Idee. Schon wieder Schweizer Birdie. Also heute hastet er mich, hä? Ist ja schlimm. Geh mal einen Schritt zurück. Was hast du vor? Den Djinn rufen und bändigen. Er wird nicht glücklich sein. Halt dich bereit. Ken Djinn! Fried Keis dem Gjar! Keis, das ist Glär! Querit mi Kassel! Rums, Zabak! Wieso ist bitte Yennefer eigentlich immer aus mit Blitz und Stürm und schlechtem Wetter verbunden? Jeans. Konstrukte, Jeans. Also, Dimetriumbombe und Konstrukte. Heimer verbessert es, ja. Juhu! Und die Metriumbombe. Was ist die da? Nein, Mondstaub. Teufelsbobist. Tachatraum. Die da. Du hast sicher einen Plan? Du musst ihn schwächen, während ich ihn in die Sphäre ziehe. Ja. Wollen wir es andersrum machen? Ja, nichts einfacher als das, oder? Ich meine, er schießt ja nicht Blitze nach mir. Nein, überall nicht. Meine Güte. Nur noch ein bisschen.
Ja, du Miau. Schluss mit Blech zu schießen. Sapsack. So. Schießt Jin. Hab ich dich! Dein Meister konnte seinen letzten Wunsch nicht aussprechen. Ich kann dich nicht bannen. Wir können noch ewig so weiterkämpfen. Oder ich lass dich frei, wenn du eines für mich tust. Siehst du den Zauber, der uns verbindet? Nur ein Djinn kann den Zauber eines anderen Djinns brechen. Tu es, dann bist du frei. Du bist frei! Frei und in die Luft gejagt. Ja, schon wieder den Countdown vergessen, Leute. Starten jetzt einfach und laden alle ab. Der Sturm ist vorüber. Ja, es ist vorbei. Wollen wir uns hinsetzen? Du siehst benommen aus. Bin ich nicht. Aber setzen wir uns. Und ab jetzt reiten nach dem Moossturm. Geht's dir wieder besser? Ich sagte doch, es geht mir gut. Du musst mir nichts vorspielen. Es war ein harter Kampf. Vielleicht nicht so hart wie das letzte Mal, aber trotzdem. Kein Vergleich, finde ich. Damals war halb Rinde demoliert. Jetzt bin ich nur etwas geschafft. Danke, dass du mitgekommen bist, Geralt. Alleine hätte ich Probleme bekommen. Tja. Ich konnte bei dir noch nie Nein sagen. Vielleicht wird sich das jetzt ändern. Fühlst du irgendwas? Dass sich was verändert hat? Ich hatte erwartet, ich weiß eigentlich gar nicht was. Vielleicht ein Schwindelgefühl. Ich dachte, du würdest mir fremd werden, dass ich dich anschaue und nichts dabei empfinde. Aber so ist es nicht. Es hat sich nichts verändert. Echt? Tut mir leid, aber ich will nicht mehr mit dir zusammen sein. Oh Gott! Weil ich... Der Stuhl ist irgendwie auf die Seite geneigt und ich ständig in die Seite kippe. Deswegen, ja, ne? Vergiss Triss nicht. Aber irgendwie der andere Satz ist auch so übelst hart. Soll ich den nehmen, den unteren? Also da steht, tut mir leid, aber ich will nicht mehr mit dir zusammen sein. Können wir bitte Option 3 haben? Ich muss nachdenken. Wenn ich jeder meine Liebe bekunde, wird's lustig. Ja, dann gibt's, glaube ich, ein... Genau, ich glaube, dann ist Geralt am Schluss allein, oder? Wobei ich ja Kayram jetzt nicht gesagt habe, dass ich sie liebe. Die habe ich einfach nur nach Kaer'morn geschickt, damit sie sicher ist. Fallen gelassene netten Nacht. Ah, okay, dann. Ah, oh, es tut weh, ne? Es ist irgendwie so. Tut mir leid, Yen, aber für mich ist der Zauber vorbei. Wirklich? Aber wie ist das möglich? Ich fühle dasselbe wie vorher. Das solltest du auch. Ich verstehe nicht. Was hat das zu bedeuten? Dass der Djinn deinen Wunsch erfüllt hat. Ja, also, gut. Schön, dass wir das geklärt haben. Wir wissen jetzt wenigstens, wo wir stehen. Dann können wir ja jetzt gehen. Komm. Warte. Der Zauber ist weg, ja. Aber das heißt nicht, dass ich nicht gerne bei dir bin. Ja, ne? Sag ich ja. Bleiben wir hier eine Weile.
kann ja auch Menschen mögen, ohne sie zu lieben, ne? Das geht ja auch. Nächstes Mal reiten wir. Ein Pferd hätte es niemals den Berg runter geschafft. Plötze schon. Und jetzt? Tja, ich muss nach Ysima. Wir müssen dem Kaiser schließlich Bericht erstatten. Ciri ist unsere Angelegenheit, allein unsere. Im Herzen vielleicht, aber so war das mit M hier nicht abgemacht. Wir müssen ihn aufsuchen. Ich weigere mich, ihm Bericht zu erstatten. Was sein muss, muss sein. Ohne den Kaiser und seine Agenten hätten wir nicht erfahren, dass Ciri zurückgekehrt ist. Das ist das Mindeste, was wir tun können. Yen, was vorhin passiert ist... Bitte, Geralt, es gibt nichts mehr zu sagen. Ich muss los. Ich auch. Ich hole Uma vom Baron und dann reiten wir nach Kaer Morhen hin. Ich stoße zu euch, so schnell ich kann. Leb wohl. Bis dann, Yen. Ja, ne? Eben. Steht's immer noch da. Das sieht ein bisschen aus wie vom Pferd getreten. Aber ich kann's verstehen. So, ich würde dann noch die Dingens hier jetzt als nächstes machen. Welche war's? Nee, was? Ein Hexauftrag? No. Schatzsuche. Nee. Arbeitskraft? Nee. Hier auf der Fährte. Genau, das hier war's. Müssen wir da hin? Da unten. Müssen wir nach Harviken reisen. Sie werden Balladen über dich singen. Siehst du den Valheim in dem Fall passt besser zum Wikinger-Setting hier. Warum nicht zum Teil? Wenn du einen Bauch hast, die Pläne gesehen. Mein Onkel sagt, dass. Ah, ist schon 21 Uhr. Ach, scheiße. Müssen wir ja wieder aufhören, Leute. Gut, dann speichern. Fair. Moment. Den hier noch. So. So, gut, dann war's das für heute leider schon wieder, ne? Sonntag geht's weiter. Was streamst du am Sonntag? Eventuell Pokémon Snap. Ab 15 Uhr, Sonntag 15 Uhr bei T-Time Wonder auf dem Kanal. Und bei mir geht's dann Sonntag ab 19 Uhr wieder weiter mit Planet Zoo. Ich werde da noch ein bisschen was vorbereiten. Ich werde es wahrscheinlich nicht streamen, wenn Grell am Stream ist. Ich werde da wahrscheinlich einfach für mich so ein bisschen noch was bauen und vorbereiten. Ich habe die Woche schon ein bisschen was gemacht, also ja.
Ich glaube, da steht dann als nächstes wieder neue Gehegeplanung an und so. Und dekorieren halt. Genau, so, jetzt tun wir raiden. Ich guck noch mal schnell, wenn wir raiden. Na, man hier? Nein, nein. Ach, ich schicke euch heute mal zu Vanillebrause rüber. Die spielt gerade Ark Survival Evolved. Das ist auch ein ganz witziges Spiel, wer es nicht kennt. Da ist in der Dingens, blablabla, in der Dino-Welt. Deswegen. Nein, nicht das. Nicht. Kanal raiden, hier so. Okay, gut. So, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns hoffentlich am Sonntag entweder bei Tea Time Wonder oder bei mir im Stream wieder. Bis dahin, macht's gut, schönen Samstag und ja, bis Sonntag. Tschüss.